Ey, ich muss dir was zeigen. Sagen, machen, tun. Boah, sag ich dir. Ich hab, ja, ich bin mit den neuen Spielen bin ich nicht zufrieden. Die sind alle irgendwie Rotze. Also hab ich mal. Das alte Zeug reaktivieren wollen. Hab mir vorher ein paar YouTube-Videos angeguckt. Und dann habe ich mir so einen Fregel angeguckt. Boah, Alter, war der heftig. Hat er geschrieben. Oh, 4K. PS5. 60 Frames pro Sekunde. Und auf Knüppelhart. Dann hier auch gezeigt, hier geht er auf Schwierigkeit und dann hat er hier auf Extrem. Ich mach das mal kurz. Er hat allerdings bei sich noch die Minimap ausgehabt. So, ich habe hier Mod reingeknallt, weil das so geil ist mit dem Ego. Naja, auf jeden Fall war der so heftig, dass ich wieder richtig Bock drauf gekriegt habe. Also habe ich halt runtergeladen, habe ich mir gedacht, oh, guck mal, was für Mods gibt. Das ganze grafiktechnisch noch ein bisschen was rauskitzeln. Und habe dann den Mod hier gefunden. Habe den dann da reingeknallt. Dann habe ich das angefangen zu spielen und dann habe ich mich gewundert, warum ich alle 5 Minuten tot bin. Dann habe ich noch mal ein paar andere geguckt im YouTube. Die hatten ähnliche Probleme wie ich. Dann habe ich noch mal den einen Typen da geguckt und habe mich gewundert, ey, der geht da durch wie durch Butter. Ich denke, naja, vielleicht 1000 Stunden oder so. Aber dann habe ich zwei, drei Szenen gesehen, da habe ich mir gedacht, da kann was nicht stimmen. Ist der wirklich so Granate? So, und dann habe ich hab ich das auch mal so versucht wie er. Viel Übung und so, weißt so ist er da durchgegangen. Mit Tarnanzug, Nachtsichtgerät, alles so volle Pulle, weißt du? Als wenn er der Oberheld wäre. Mich hatte das erst gewundert. Merkst du was? Ich sehe einen Scheißdreck. Meine Drohne wird gestört. Ich sehe alles. Jetzt nicht mehr. Schlechtes Signal. Die stören die Drohne. Da ist er.
Der war so heftig. Ich konnte mir das irgendwie nicht erklären, dass ich so absolut schlecht bin. Also die Grafik gefällt mir schon sehr gut. Das mit dem Mod gefällt mir auch sehr gut. Mit Maschinenpistole. Merkst du was? Der hätte reagieren müssen, oder? Ich brauch das so das. Nein, da will ich. Der ist da also so eiskalt durchgegangen. Nee, ich will keine Margarita heute nicht mehr. Ich muss noch fahren. Ja, irgendwie ist ja keine Kundschaft mehr. Kann nichts vorführen. Ist aber blöd. Geh ich mal dahin, wa? Ja, jetzt zeige ich noch mal das mit dem Autofahren. Wenn die Sonnenblende oben wäre, da könnte man ja ein bisschen was sehen, aber wenn du nicht auf die Minimap guckst, hast du verloren. Ach, hier ist auch schon Kundschaft. Stellen wir das Kackfass ab. Boah, ich bin. Verstehst du? Ich bin nicht. Ich bin nicht so weit von. Tango markiert. Er steht sehr nah bei Zivilisten.
Scharfschütze, oben auf dem Turm. Ich bin der Obersoldat. Machst du dir kein Bild von? Ich bin nämlich überhaupt der Special Forces Tralala Typ, hör mal. Chuck Norris? Wer? Und ich bin so leise. Du kriegst das quasi gar nicht mit, da du gerade gestorben bist. Diese. Die Knack. Verstehst du, ich bin nicht. Könnt mir die Scheißpatronen in den Hals reindrücken und rausspucken und ich damit alle machen. Ich bin quasi so Granate. Also den Eindruck hatte ich bei dem Typen auch. Das war jetzt nicht meine Absicht, aber... Siehst du, wie heftig ich bin? Ja? Ich bin quasi der härteste. Junge, ich bin so hart. Ich bin härter als deine Kindheit.
So ist er da durchgegangen. Ich habe mich immer gewundert, weißt du, bei mir war die Erkennung, ich bin nur irgendwie blöd von dem Felsen runtergesprungen, da war schon zappenduster. So ein bisschen habe ich natürlich auch drauf. Also das ist ja nicht so, als hätte ich Da ist noch überhaupt ein nichts Tango. gelassen. Aber das fällt nicht auf, wenn man das so macht, ne? Ich löse das gleich auf. Das ist einer mit Maschinenpistolen. Gute Nacht. Ich bin ein heftiger Typ, oder? Estoy aquí solo y rodeado de enemigos. Camarada, acérquese. Le provoquemos, deje ir, no le haremos daño. Tenga miedo de nosotros. Llevamos días sin comer. Abre esa puerta y Dios se lo pagará. Bien, sí, mit Maschinenpistole. No se vaya sin sacarme, hermano. Sea pendejo, sé que me entiende. Soy de la rebelión. Sáquenme. Haga lo correcto. Escuche, le conviene, soy inocente. Si me libera, le devolveré mil veces el favor. Damit wäre das Ding hier ja geklärt, richtig? Das sieht doch so aus, als hätte ich jetzt voll drauf, oder? Keiner hat was gemerkt. War da auch noch ein Knast oder nicht? Ich bin doch eine Granate, oder? Ich bin doch astrein da durchgekommen. Keiner hat was gesehen, keiner hat was gemerkt.
sag dir mal. Sonst komme ich hier nämlich nicht raus. Ah, der hat das nicht drauf, der Karren ist Schrott. Und jetzt zeige ich dir, warum. Hallo? Pizzadienst. Ich habe hier eine Fungi für Gonzales. Ich weiß, wo eine Kartellfunkantenne steht. Gehen wir sie abschalten. Hallo, sind Sie Gonzales? Ja? Nicht? Gib eine Antwort, du Penner. Pizza für Gonzales? Pizza für Gonzales? Hallo? Merkst du was? Hallo, sind Sie Gonzales? Ich hab was gefragt, du Penner, gib mir eine Antwort. Nochmal Munition mit. Hier muss da irgendwo der Gonzales, oder? Sind Sie Gonzales? Auch nicht. Arschloch. Ah, hier liegt mein Geld. Nehmen wir das doch mal direkt mit. Sieht so aus, als ob das Kartell wertvolle Gefangene in La Cárcel de Pueblo unterbringt. Das ist in den Bergen. Wenn die Gefangenen so wichtig sind, dann wissen sie vielleicht etwas über die Vermissten. Die Gefangenen hier. So. Gonzales, Pizza für Gonzales. Hallo? Jetzt so lange stehen bleiben, bis das grün wird. Irgendwelche Vorkommnisse, Soldat? Echt so langweilig. Interessiert sich überhaupt nicht für mich. Und das ist der Grund. Warum der andere Typ so genial war. Weil die den überhaupt nicht wahrgenommen haben. Die ganzen NPCs konnten den überhaupt nicht erkennen, wahrnehmen, wie auch immer. Du kannst jetzt hier durchlaufen, wie du willst. Es interessiert sich keine Sau für dich. Du kannst in das dickste Kriegsgebiet reinlaufen. Da passiert nichts.
Oh weh, du hast den Dingens nicht an, den Trainer. Das ist schon heftig, was du hier für eine Weitsicht hast, ne? Ich habe das damals auf der PS4 gespielt. Und das war schon lecker. Aber ganz ehrlich, das ist leckerer. Jetzt gucke ich mal, ob da hinten noch Kundschaft ist. Und dann zeige ich mal den Unterschied. Das Gürteltier hätte ich im Normalfall überhaupt nicht wahrgenommen. Ist das eine Drohne? Ist das hier Aurora? Breakpoint? So, hier ist überall Kundschaft und auf Granaten heftig, ne? Ich habe hier ein Ziel mit Maschinenpistole. Hier ist Ziel Nummer 5. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Markieren Hauptmann. So, die sind alle. Und jetzt kommt nämlich der Trick. Die können mich jetzt gerade nicht erkennen, sehen, wahrnehmen, wie auch immer. Und jetzt doch. Und wenn ich jetzt hingehe, wer hat Lust, einen Heli zu klauen? Der da ist randvoll mit Zeug, das die Rebellen brauchen. Also los! siehst du, wie heftig die reagieren? Die haben sofort eine Leiche gesehen. Das ist mir beim ersten Mal bei ihm gar nicht aufgefallen. Der Hubschrauber ist weg. Und das passiert im Normalfall. Was für eine Sauerei, oder?
Dann hast du nämlich hier ganz schnell. So sieht das dann aus, wenn das mal. Okay, Feuerleuchtrakete. Fliegt. Da ist nichts Sauberes und Ruhiges mehr dran. Und so geht mir das eigentlich immer. Hast du gesehen, wie schnell der mich erkannt hat? Und wenn du so machst, hat sich das erledigt. Du kannst die Flinte wegpacken. Kann ich gebrauchen. Hm? Jetzt ist hier natürlich keiner mehr, aber es kommt ja hier Nachschub für die Kollegen. So. Siehst du? Interessiert keine Sau mehr. Ja, da war eine Erkennung, weil da jemand in einem Auto ist. Granate kommt, komme mierda, culeros. Da interessiert sich auch keiner für. Granate fliegt. Granate kommt, komme mierda, culeros. Und das hat mich ein bisschen gewundert. Also wenn du wieder irgendjemanden siehst, der beispielsweise Call of Duty, Ghost Recon, Wildlands oder Break Dingenskirchen Point spielt und der Schleicher schlecht weg ist, absolut drauf hat. Und dann muss er auf die Erkennung und das achten. Und wenn du da ein bisschen Zweifel hast,
weil du das selber spielst und du das irgendwie einschätzen kannst. Ist das ja erst gar nicht aufgefallen. Ich habe das Video gesehen und habe. Im Prinzip habe ich Bock gekriegt, das wieder zu spielen. Also so viel muss ich schon sagen, okay, ist mir egal, ob der jetzt mit Trainer gespielt hat oder nicht. Ich habe das Spiel wieder rausgekramt und macht auch gerade wieder Laune. Ich habe zwar auch aktuelle Spiele hier, das komische Affenspiel, da Mist auf keine Ahnung was. Black Mist, dann, ach, ich weiß nicht, wie die Scheiße heißt, das chinesische Ding da. Da habe ich mir ein paar Videos angeguckt und da habe ich mir gedacht, naja, da brauchst du gar nicht anfangen. Ich habe das bei dem PC dabei bekommen. Da, keine Sau schießt mehr auf mich, keine Sau interessiert sich für mich, nix, gar nix. Nochmal lachen? Schmeiß jetzt noch mal eine Granate, so wie eben, ja? Granate fliegt. Der hat mich gesehen und jetzt habe ich umgestellt und jetzt weiß er nicht mehr, wo er gucken soll. Pizza für Gonzales. Knickknack. Knickknack. Guten Tag. Hast du eine Cola bestellt? Nee? Das was mich stutzig gemacht hat. Wenn der nicht gestanden hätte. Hier, pass auf, PlayStation 5 und so. Scheinbar hat eine Journalistin namens Lupe Vera die vermissten Fälle in San Mateo recherchiert. Sie hat genug Staub aufgewirbelt, um auf der Liste des Kartells die Nächste zu sein. Wir kennen ihre Position. Finden wir sie, bevor es die Sicarios tun. Wäre ich auch gar nicht erst auf die Idee gekommen, weißt du? Dann hätte ich direkt gedacht, ja, der ist am Cheaten. Ich weiß, wo ein Kartellversorgungsheli steht. Klauen wir ihn für die Rebellen. Aber du siehst ja auch, da sind jetzt auf dem Radar sind ja auch Kollegen. Und wenn du dich versteckst, passiert auch nichts. Wenn du das ausstellst, dann kann halt sein, dass die gleichen Krieg anfangen. Versuche jetzt noch mal die anderen da zu befreien.
acabó la dieta de mi rifle. Justo lo que buscaba para acabar con esos cerdos. Da, Messer zwischen die Zähne. Ohne Abfahrt. Siehste? Da gibt es nämlich dann reichlich Tote. Aber wenn du das die Erkennung aus hast. Dann passiert auch nichts. Jetzt kommen da so viele Hubschrauber, ich mach das jetzt mal wieder an. Jetzt laufen die aneinander vorbei, ohne irgendwas zu machen. Obwohl da hinten nur einer ist. Ja, das Flugzeug startet. Aber das schießt nicht wirklich. Das schießt einmal irgendwie zweimal und dann ist gut. Normalerweise würde das jetzt schon längst ballern wie bekloppt. Vermutet, der Kollege legt sich jetzt entweder ins Bett oder sitzt sich vorm Fernseher oder zieht sich in die Nase. War gar nichts von beiden. Allen dreien. Prinzip kannst du dir jetzt auch schön Zeit lassen. Ja, der schießt, aber. Ja, der bleibt sogar in der Luft stehen. Jetzt kannst du natürlich auch wieder Schnellreisen und so was machen. Wenn kein Krieg ist. Aber was mich trotzdem wundert, ist, du kannst eine dicke Maschine haben. Die Ladezeiten in dem Spiel, die sind unterirdisch. Ja, und was auch blöd ist, ich habe vor der Schnellreise auf die MP gewechselt. Und jetzt habe ich wieder den Sniper in der Hand. Der ist farbig, deswegen fällt mir das schneller auf. Mir ist das nämlich nicht aufgefallen. Ich denke, das kommt durch den Mod. Und dann bin ich hingegangen. Und habe festgestellt, ich habe keinen Schalldämpfer drauf. Oh, guck dir die Weitsicht an, ey, das ist der Hammer, ey. Normalerweise spiele ich das auf 5.1 und dann haue ich das hier über die Anlage. Ist natürlich scheiße, wenn du die ganze Zeit mit Schalldämpfer rumläufst.
so 3 Uhr in der Nacht und dann siehst du einen Hubschrauber und denkst dir, oh, den hole ich mal eben Bisher eine runter. montierte Waffe. Kannst natürlich auch, aber dann fällt es direkt auf. Unendlich Munition, kein Reload und so was anmachen. Aber das hatte der in seinem Video nicht. Mich hatte das gewurmt, dass der so extrem gut ist. Und ich gehe da nur um die Ecke und der riecht mich nur, der Typ. Dann ist da schon der Krieg ausgebrochen. Also vergessen, was du da. Verstehst du? Weißt du Bescheid? Aber das ist ein guter Zeitpunkt, um die alten Spiele nochmal zu reaktivieren. Weil das, was da gerade alle raus ist, das fuckt mich mehr oder weniger ab. Da habe ich keinen Bock mehr drauf. Das ist nicht so meins. Auch was da in Zukunft rauskommen soll, das weiß ich noch nicht, ob ich mir das alle antue, ey. Nachdem ich jetzt so viele Spiele gekauft habe, die alle Grütze waren, denke ich mir, ich lasse das mal. Ja, vierfach A und Tralala. Verstehst du? Wie hieß das Ding? Was Concorde? War das von Sony, das super Ding da, was sie jetzt direkt eingestampft haben? Weil sie glauben, die Leute wollten das haben. Ja. 8 Jahre Entwicklung. Das können die jemanden erzählen, der die Hose mit der Kneifzange zumacht. Was für Klappspaten, echt. Und das meiste ist, jetzt hier kommt, die große Köderung, verstehst du? Unreal Engine und tralala und Spitzengrafik, guck mal hier und tralala, ja, nur das ist, weißt du, was bringt mir das, wenn das super schön aussieht, aber totale Scheiße ist? Dann ist es nämlich gut aussehende Scheiße, ja. Weißt du Bescheid? Geh mal deine Liste durch, guckst du mal, was denn noch so alles an tolle Dinger hat. Und wenn du Bock drauf hast, geh im YouTube, guck mal, ob das heute noch einer spielt. Vielleicht kriegst du auch wieder Bock drauf. In diesem Sinne, ab durch die Rinne, Abfahrt.